Ja, das Jugendgesetz oder der Jugendschutz, wie er umgangssprachlich auch sehr oft genannt wird, ist, wie der Name schon sagt, ein Regelwerk, das für Jugendliche gilt, für Jugendliche bis 18, um genau zu sein, und dann verschiedene Bereiche des Lebens, wie zum Beispiel Rauchen oder auch wie lange man ausgehen darf von daheim, regelt. Der Jugendschutz in Österreich ist Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland hat die Möglichkeit, ein eigenes Jugendgesetz oder Jugendschutzgesetz zu schreiben. Das heißt aber auch, dass in jedem Bundesland in Österreich bisher für alle Jugendlichen unterschiedliche Gesetze gegolten haben. Das hat uns dazu geführt, dass zum Beispiel Jugendliche in Tirol andere Ausgehzeiten hatten als in der Steiermark oder auch im Burgenland. Durch die Harmonisierung der Jugendgesetze, die mit 01.01.2019 in eigentlich fast allen Bundesländern gleichzeitig in Kraft treten wird, ist es jetzt erstmal so, dass die zentralen Bestimmungen, nämlich zum Beispiel das Rauchen, das Ausgehen und der Alkoholkonsum, in allen Bundesländern einigermaßen gleich geregelt werden. Für Jugendliche in der Steiermark bleibt vieles beim Alten, allerdings gibt es auch zwei sehr wichtige Änderungen. Die erste ist, dass Rauchen jetzt österreichweit ab 18 erst erlaubt sein wird. Und ganz wichtig, das inkludiert nicht nur das normale Rauchen von Zigaretten, sondern den Konsum von sämtlichen Tabakerzeugnissen und Tabakprodukten und auch, und das ist ganz wichtig, E-Zigaretten und E-Shishas. Die zweite Neuerung oder die zweite Änderung, die wird besonders Jugendliche sehr freuen, ist die Ausweitung der Ausgehzeiten. Jugendliche bis 14 Jahre dürfen nun bis 23 Uhr draußen bleiben. Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren dürfen bis 1 Uhr fortgehen. Und Jugendliche ab 16 Jahren dürfen die ganze Nacht draußen bleiben. Vorausgesetzt natürlich, und das gilt für alle Fälle, dass die Eltern oder Erziehungsberechtigten damit übereinstimmen.